Willkommen alle. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich starte gleich meinen Screen mit der Option, dass auch Sound gezeigt wird. Das müsste eigentlich jetzt funktionieren. Okay, ich hoffe, das passt jetzt. Sie sehen meinen Screen, oder? Das müsste passen. Sehr gut. Okay, ja, vielen Dank. Also, das würde eigentlich vieles gesagt. Also, mir ist wichtig einfach, dass ich das erwähne, dass ich selbst auch Musiker bin. Ich komme von, dass ich habe eben Musik studiert und also mein Interesse bzw. meine Leidenschaft ist eben, wie man Computer bzw. formalen Systemen auf musikalischen Aufgaben anwendet. Also der Vortrag ist eigentlich also der Fokus vom Vortrag ist eigentlich Musik und KI. Allerdings, ich glaube, der Schwerpunkt hier ist trotzdem die Kreativität, weil es geht ja darum, dass wir mit KI Musik komponieren, beziehungsweise neue musikalische Strukturen erzeugen, die von uns Menschen als Musik klingen, beziehungsweise die wir als Musik wahrnehmen können. Das ist alles nicht so einfach. Das war vor einigen Jahren war es gar nicht möglich. Das heißt, das ist schon eine sehr, sehr komplexe Aufgabenstellung. Darüber werde ich dann später mehr sagen, weil interessanterweise eben das Generieren von Musik ist eine Aufgabe, die jetzt zum Beispiel hinterher ist. Also bei Bild und bei der Sprache sind wir jetzt weiter im Bereich der KI. Wenn ich jetzt vor einem Jahr denselben Vortrag gehalten hätte, ich habe sehr gerne auch früher mit der Frage angefangen an Kreativität von einer Maschine. Das heißt, können wir überhaupt Kreativität von einer Maschine erwarten? Und damals, ich kann mich erinnern, für viele Gruppen, die Frage war fast eine rhetorische Frage mit der klaren Antwort Nein. Weil ja die Maschinen so künstlich sind und Kreativität ist etwas so zutiefst Menschliches. Und abgesehen davon, dass die Kreativität sehr, sehr menschlich ist, es ist auch sehr persönlich eigentlich. Das heißt, die kreative Ideen, sie entstehen einfach in Isolation. Sie sind plötzlich in unserem Kopf und wir können auch nicht erklären, woher sie kommen. Wir können kreative Ideen mit anderen entwickeln, indem wir mit ihnen kommunizieren, aber die kreativen Ideen können wir nicht mal in unserem eigenen Kopf steuern. Das heißt, wir können nicht bewusst steuern und zu einer kreativen Idee kommen. Das ist schon sehr, sehr wichtig, wenn es dann darum geht, wie wir mit KI-Systemen kreative Aufgaben lösen. Das heißt, die Kommunikation ist hier etwas, was bei uns Menschen schon im Unbewussten stattfindet, beziehungsweise der Prozess, wie wir zu einer kreativen Idee kommen. Und wenn es dann darum geht, dass wir eben mit einer Maschine etwas Kreatives machen, da öffnen sich ganz neue Fragen, die wir vorher nicht hatten. Um alles ein bisschen zu vereinfachen, würde ich vorschlagen, wir begrenzen uns auf eine Definition der Kreativität, die nur drei Eigenschaften beinhaltet. Ja. Das ist eine Definition von Margaret Boden, die weitgehend in Research benutzt wird. Sie definiert die Kreativität als the ability to come up with ideas or artifacts that are new, surprising and valuable. Das heißt, wir haben drei Eigenschaften hier, die sozusagen beschreiben, ob eine Idee kreativ ist oder inwieweit eine Idee kreativ ist. Ich glaube, die Neuheit, die ist die einfachste Eigenschaft. Wenn wir aber ein bisschen genauer nachdenken, dann merken wir, dass sogar da schon nicht so einfach ist, zu unterscheiden, ob eine Idee neu ist oder nicht neu ist. Ja. Ich meine, jetzt abgesehen von der persönlichen Sicht, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Idee komme, die für mich selbst neu ist, aber Sie alle die Idee kennen, weil die Idee schon existiert hat, was ist dann? Ist die Idee neu oder nicht? Natürlich aus meiner Sicht ist es neu, weil ja mein Gehirn ja imstande war, diese Idee zu kreieren. Aber in Wahrheit ist es nicht neu, weil die Gesellschaft, die Society, die Idee schon kennt. Und dann ist natürlich die Frage, ab wann ist eine Idee neu? Ja, das heißt, wie viel Ähnlichkeit können wir hier vertragen, damit wir sagen, die Ideen, die da sind, waren jetzt so und so ähnlich zu den Ideen, die bekannt sind. Und ab wann ist dann eine Idee neu? Das ist deshalb wieder wichtig, weil wenn es um die KI geht, wir rechnen sehr oft mit Ähnlichkeiten zwischen Objekten, zwischen Datenpunkten. Und dann ist eben die Frage, ab wann eine Idee neu ist. Dort generell, wenn es um kreative KI geht, kann man ja davon ausgehen, wenn die KI etwas generiert, was im Datensatz nicht drinnen war, dann ist es kreativ. Aber ab wann diese Ähnlichkeit da
schon als Neuheit bezeichnet werden kann, da ist natürlich etwas, was wir vom Fall zu Fall unterscheiden sollen, beziehungsweise etwas ist, was von der Aufgabe abhängt. Wert. Das ist natürlich noch viel schwieriger. Also gerade wenn es um die Kunst geht und um künstlerische Ergebnisse geht von der KI, es ist sehr, sehr schwierig, den Wert einzuschätzen. Allgemein in der Geschichte von Kunst wissen wir natürlich von unzähligen Fällen, wo ein Kunstwerk in der Zeitpunkt, im Zeitpunkt der Stellung sehr unterbewertet wurde und erst viel später dann ist man drauf gekommen, was für einen Wert das hat. Das betrifft genauso auch technische, wissenschaftliche Ideen, kann interessanterweise aber auch umgekehrt sein, auch in der Kunst, dass Kunstwerke zuerst überbewertet wurden im Zeit der Entstehung und dann später, 100 Jahre später, hat niemand mehr darüber gesprochen. Die dritte Eigenschaft, das ist die Überraschung, das ist für mich die interessanteste Eigenschaft, weil man kann es nochmal gar nicht erklären, was heißt Überraschung. Das ist so subjektiv, dass man gar nicht mal darüber, dass es nicht mal notwendig ist, dass wir anfangen darüber zu reden oder versuchen, eine Definition von Überraschender zu finden. Aber interessant ist das alle Fälle, weil ich glaube, wir können alle was darunter vorstellen. Ein Fall, was die Überraschung sehr klar ist, ist, wenn wir Ideen haben, die zwar sehr, sehr einfach sind, gleichzeitig aber sehr nützlich bzw. sehr wertvoll sind. Ja? Und da ist natürlich der Überraschungseffekt sehr groß, weil wir merken, wie kann das sein, dass so eine einfache Idee immer existiert hat, aber niemand draufgekommen ist. Also da ist eine gewisse Überraschung da und da erklärt man sehr oft als Schönheit in Einfachheit, wenn es jetzt um mathematische Formeln geht. Aber in Wahrheit geht es einfach um Kreativität, würde ich sagen, weil das ja überraschend ist, wie eine einfache Struktur zum Beispiel, die so wertvoll ist, bis jetzt noch nicht entdeckt worden ist. Von der anderen Seite, wenn es jetzt um die KI geht, um kreativen KI geht, es gibt eine Grunderwartung da in dem Fall. Ja? Und die Grundannahme ist, die KI-Systeme, sie sind sehr mächtige, große Datenverarbeitungssysteme und die werden mit riesigen Datenmengen trainiert. Ja? Das heißt, wir reden hier von Millionen von Beispielen, womit wir KI trainieren. Und die Idee ist, dass die KI beim Trainieren Beziehungen und Abhängigkeiten in den Daten lernt, die wir Menschen vielleicht vorher gar nicht so direkt wahrgenommen haben, beziehungsweise nicht benutzt haben. Und damit können wir nicht nur neue Daten mit der KI erstellen, sondern die KI gibt uns auch Perspektiven, neue Perspektiven auf den Daten. Sachen, die wir eben vorher gar nicht so wahrgenommen haben, aber wir merken, wie mächtig und wie nützlich sie sein können. Und der dritte Punkt hier ist, Sie könnten eigentlich auch unsere Erkenntnisse über die Daten erweitern. Ja? Das ist sehr interessant, gerade wenn es um Musik geht. Ich erkläre später, warum. Weil wir wissen in Wahrheit sehr wenig über die Musik. Also die Musiktheorie beschreibt ja nur einen sehr kleinen Teil von der Musik. Das heißt, Musiktheorie alleine würde gar nicht mal reichen, dass wir durch die Regeln und Rules, die wir in Musiktheorie haben, Musikstücke komponieren. Und da ist die Hoffnung, vielleicht da kann uns sozusagen die KI helfen und unsere Erkenntnisse über die Musik erweitern. Das heißt, es geht um Lernen hier und es geht um Lernen von relevanten Eigenschaften. Dafür braucht die KI immer eine Aufgabe. Und da fangen schon die Probleme eigentlich an, wenn es um kreativen Bereich geht. Vielleicht ganz kurz, was Trainieren heißt, damit wir alle dieselbe Vorstellung davon haben. Also beim Trainieren geht es einfach darum, dass die KI sozusagen durch vielen Schritten langsam und kontinuierlich sich verbessert. Ja? Das heißt, wir haben eine Aufgabe. Ich rede dann darüber später, was diese Aufgabe sein kann. Und die KI muss diese Aufgabe so gut wie möglich machen. Und dabei natürlich muss die KI sich verbessern. Ja? Das heißt, wenn wir Millionen von Beispielen haben, die KI geht Schritt für Schritt durch all diesen Beispielen. Und bei jedem Schritt wird ein Stück besser und besser und besser. Und dadurch wird dann am Schluss hoffentlich imstande sein, diese eine Aufgabe zu lösen. Die Aufgabe muss allerdings sehr genau messbar sein, ja? Weil wenn die Aufgabe nicht messbar ist, dann können wir ja der KI nicht sagen,
wo sie sich verbessern soll also was nicht gut funktioniert hat und was gut funktioniert hat, ja. Und wenn wir sagen, wir wollen ein System bauen, das Musik komponiert, die Komposition an sich ist natürlich keine Aufgabe, die wir benutzen können, weil man ja nicht bewerten kann, wie gut eine Komposition ist. Das heißt, es fängt schon an, dass wir sogar wenn von Menschen Kompositionen kommen, dass wenn man verschiedene Menschen fragt, da bekommt man verschiedene Antworten, wie gut die Komposition ist. Und hier, wir brauchen ganz genau Zahlen, wie gut eine Komposition ist. Das gilt übrigens genauso auch im Textbereich für textuelle Dokumente. Der Trick, was man hier benutzt, ist statt Komposition als Aufgabe zu benutzen, man benutzt die Reproduktion als Aufgabe. Ja? Das heißt, man hat die Musikstücke, die schon existieren, man gibt der KI diese Musikstücke als Input und jeweils erwartet man von der KI, dass genau dasselbe Stück reproduziert wird. Das heißt eigentlich in Wahrheit geht es darum, das Input muss einfach als Output kopiert werden. Nur der Trick ist, die KI kann nicht kopieren. Das heißt, die Architektur der KI ist so aufgebaut, dass die KI nur durch die statistischen Muster, die sie lernt, das Ergebnis reproduzieren kann. Ja? Und diese statistischen Muster, das sind genau die Sachen, die wir dann später brauchen, um ähnliche Daten zu generieren. Daten, die ähnlich klingen, aber nicht dieselben sind. Das heißt, sie sind neu, aber die klingen ähnlich. Und die Aufgabe bestimmt auch, welche Eigenschaften hier wichtig sind. Ja? Das heißt, wenn die Aufgabe ist, zum Beispiel zwischen Katzen und Hunden zu unterscheiden, da wird die KI nach ganz anderen Eigenschaften suchen, als wenn die Aufgabe ist, Hautkrebszellen zum Beispiel zu entdecken in Bildern. Und zwischen Hunden und Katzen, das sind zwei Klassen. Wenn wir sagen, wir haben 1000 Klassen, das sind auch Fahrräder, das sind auch, keine Ahnung, Sesseln, Tische, all diese Objekte da sind, dann werden wieder mehr Eigenschaften gelernt. Das heißt, die KI lernt von selber keine Eigenschaft, die nicht brauchbar ist, sondern es hängt alles von der Aufgabe ab. Wenn es um Musik geht, die Aufgabe ist natürlich, das Stück, das als Input da gegeben wird, einfach zu reproduzieren. Denkbar sind auch andere Aufgaben, wie zum Beispiel, dass die KI sagt, welche Komponisten das Stück komponiert hat. Da könnten wir wir könnten, keine Ahnung, ja, 20 Klassen, 30 Klassen haben, von Namen. Und dann die KI könnte zum Beispiel die Aufgabe haben, zu sagen, wer der Komponist oder die Komponistin ist. Ja? Und da werden wieder andere Eigenschaften gelernt. Ich rede hier über Komposition. Wir beschränken uns auf die Komposition. Das heißt, es geht wirklich nur darum, dass man das Dokument, was als Input da ist, reproduziert. Es hat sich aber herausgestellt, dass da trotzdem ein essentielles Verständnis der Musik gelernt wird. Ja? Das heißt, danach dann ist die KI imstande, Daten zu generieren, die wie Musik klingen. Das heißt, Daten, die wir als Menschen als Musik bezeichnen würden. Und in den meisten Fällen können wir auch gar nicht sagen, dass die von der KI generiert sind. Das Ergebnis von der Training ist dann eigentlich etwas, was wir imaginär aus einem mehrdimensionalen Raum vorstellen können. Und wenn ich sage mehrdimensionalen Raum, da rede ich über hunderte Dimensionen, 1024 oder in kleineren Modellen 512. Das ist natürlich unmöglich, das geometrisch vorzustellen. Wir können das trotzdem reduzieren, stark vereinfachen und in drei Dimensionen vorstellen. Ja? Und wenn wir in drei Dimensionen vorstellen, dann ist das natürlich geometrisch vorstellbar. Das heißt, wir können das wirklich in einem Raum vorstellen, wo wir drinnen sind. Und dann könnte man denken, dass jedes Datenelement ist irgendwo in diesem Raum drinnen. Zum Beispiel die Musik von Bach wäre eine Stelle hier und das sind alle Stücke, die von ihm gemacht worden sind. Das heißt, einfach ähnliche Eigenschaften haben, basiert auf das, was die KI gelernt hat. Und ein bisschen weiter oben zum Beispiel sind Stücke, die von Beethoven gelernt worden sind oder von Beatles gelernt worden sind. Da kann man unendlich viele Möglichkeiten haben. Das ist ja sehr, sehr stark vereinfacht, aber im Prinzip funktioniert das so. Ja? Also mit Bildern ist es einfacher, da habe ich auch ein Beispiel gleich nachher.
Wichtig ist auch zu bedenken, dass nach dem Training, da gibt es keine Änderungen mehr. Ja? Das heißt, das System lernt einmal diesen Raum und dieser Raum ist dann da. Dieser Raum existiert und reflektiert sozusagen im Fall von Musik das gesamte musikalische Repertoire. Und, oder beziehungsweise das, was wir im Datensatz haben natürlich. Also was wir nicht haben, wird auch nicht reflektiert. Und neue Elemente können dann erzeugt werden, wenn man dann an den Raum zwischen den Punkten denkt. Ja? Das heißt, wenn man um zum Beispiel von vorher zurückzugehen, wenn man denkt, hier sind die Stücke von Bach und auf der anderen Seite die Stücke von Beethoven, theoretisch der Raum dazwischen, in dem Raum dazwischen existieren unendlich viele Stücke, die irgendwo dazwischen sind. Das heißt, wenn ich näher zum Beethoven bin, da klingt es mehr wie Beethoven, und wenn ich näher zum Bach bin, klingt es mehr wie Bach. Ja? Ich sage nur dazu, damit keine Missverständnisse entstehen. Das sind sozusagen theoretische Grundlagen. Genau dieses Konzept funktioniert sehr, sehr gut bei Bildern. Allerdings in der Musik, da sind wir ein bisschen hinterher. Das heißt, es ist schon diese gewisse Similarität ist schon da, aber das heißt ja auch nicht, dass das wirklich wie Bach klingt. Das heißt, weil Bach ist sehr, sehr komplex. Bachmusik, also gerade mit den konzeptuellen Fragestellungen, wo es um Polyphonie geht. Das sind eben theoretische Hintergründe, wie solche Systeme funktionieren, aber da braucht auch sehr viele ideentechnische Innovationen, dass man die perfektioniert. Das heißt, das musikalische Problem, auch die Imitation, ist noch nicht gelöst. Dass wir sagen, dieses Modell kann wirklich perfekt wie Bach oder wie Beethoven oder anderen Komponisten komponieren. Einfacher ist das Ganze, was ich gesagt habe, eigentlich in Bildern vorzustellen. Vielleicht haben Sie solche Maps, Muster gesehen. Hier geht es einfach darum, in dem Fall zum Beispiel, wir haben 8000 Bilder und die Mapping, wie die Bilder zusammen dargestellt sind hier, ist so, dass die Zusammenstellung nach der Ähnlichkeit zwischen den Bildern ausgeht. Ja? Das heißt, Bilder, die ähnlich sind, die sind nahe zueinander. Auf der rechten Seite, wir können es sehr gut sehen, das sind drei Bilder, drei technische Geräte und man sieht die zwei, die aufeinander liegen, sie sind sehr ähnlich. Das ist ein Radar, das ist ein technisches altes Gerät, die Farbe ist sehr ähnlich. Und was wir oben rechts haben, das ist ein bisschen anders, aber trotzdem im selben Stil. Ja? Das ist sozusagen, das ist genau dieser dreidimensionale Raum, was ich meine, wo man wirklich unzählige Dokumente, unzählige Bilder nebeneinander stellen kann, aufgrund der Ähnlichkeit. Nur, was heißt Ähnlichkeit? Das ist eine Frage, die wir beantworten sollten, weil die Ähnlichkeit hier ist eigentlich eine intelligente Ähnlichkeit, würde ich sagen, beziehungsweise, um genau zu sein, eine Ähnlichkeit, die in einem höheren Level passiert. Das heißt, da haben wir viele Layers von Abstraktion drinnen. Eine einfache Ähnlichkeit, die man ganz früher gemacht hätte, wie, keine Ahnung, vor 15 Jahren, war die Ähnlichkeit der Farbhistogramme. Ja, Farbhistogramme sind einfach, man kann berechnen, welche Farben am meisten in einem Bild vorkommen und dann hat man ein Histogramm. Und dann hat man berechnet, die Bilder, die ähnliche Histogramme haben, sind ähnlich. Das funktioniert aber nicht so gut, weil Farbe erzählt hier überhaupt nicht über den Inhalt. Die KI-Systeme, die sind imstande, eben eine Art Abstraktion von Daten zu lernen, von Sachen, eine Art höhere Repräsentation der Daten zu lernen, wo eben Objekte und Eigenschaften gelernt werden, die für uns Menschen auch in unserer Wahrnehmung wichtig sind. Ja? Das heißt, wir Menschen durch die Evolution, wir haben gelernt, welche Eigenschaften in der Welt visuell für uns wichtig sind. Ja? Und deshalb können wir Objekte, die diese Eigenschaften, die in der Welt vorkommen, sehr schnell voneinander unterscheiden. Wir können zum Beispiel, wenn wir ein neues sehen, wie ein Schnee beim alten Fernseher oder ein Bild, was nur von Punkten besteht, wir können diese Bilder einfach nie unterscheiden, weil unser Gehirn einfach nicht dafür trainiert ist, zwischen QR-Code zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel. Bei QR-Code, wir können als Menschen niemals unterscheiden, ob zwei QR-Codes verschieden sind oder gleich sind, weil unser Gehirn einfach nicht dafür gebaut ist, weil wir haben das nie evolutionär gebraucht. Aber wir können zwischen einem Fahrrad und einem größeren Fahrrad oder einem Fahrrad die ein bisschen eine andere Form hat, sehr gut unterscheiden, weil wir eben
weil das für uns wichtig ist. Also jetzt evolutionär nicht, weil da die Objekte, die da vorkommen, die Artefakte, die da vorkommen, für uns wichtig waren. Ja? Also wir können Gesichter zum Beispiel von Menschen unterscheiden, aber wir können keine Gesichter von Vogeln unterscheiden. Die Vögel können das. Das heißt, was ich sagen will, ist, dass was für uns wichtig ist, visuell, und was unser Gehirn gelernt hat zu unterscheiden, hat auch mit unserer, mit unserer Evolution zu tun. Und mit Vorteilen, die wir dadurch eben erzielt haben im evolutionären Sinn. Und bei der KI ist es auch sehr ähnlich. Die KI lernt Eigenschaften, die für diese eine Aufgabe, die KI bekommt, interessant sind. Und wenn ich dann sage, einen höheren Level, da sehen wir zum Beispiel eben, dass man Kurven hat, dass man Räder hat und die KI hat verstanden, Objekte, die Räder haben und andere Eigenschaften, die wir nicht klären können formal, die sind ähnlich, ja. Das heißt, deshalb hat man die zwei Bilder aufeinander, die sehr ähnlich zu sein scheinen. Und oben haben wir ein Bild, was ein bisschen anders ist. Das Bild ist nicht so weit weg, weil eben trotzdem Ähnlichkeiten da sind, aber auch nicht so ganz drauf. Ja. Ich bin vielleicht zu tief da reingegangen, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Vorstellung, dass wir von der KI haben müssen. Es geht immer um Repräsentationen. Und diese Art, wie man Daten repräsentiert, hat immer damit zu tun, welche Eigenschaften man von den Daten lernt. Und die Eigenschaften, die von den Daten gelernt werden, hat damit zu tun, welche Aufgabe man der KI gegeben hat. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr fundamental zu verstehen, wie die KI funktioniert. Und dann, jetzt sind wir eigentlich dort, wo die KI schon trainiert ist. Wir haben, sagen wir, Millionen von Daten gehabt. Und also im Fall von Musik muss ich leider auch sagen, wir arbeiten nicht mit Millionen von Daten, weil die Daten gibt es gar nicht. Also wir sind eher im Bereich von Tausenden von Daten, zum Beispiel. Ist auch ja, eine Nebeninformation. Aber es geht darum, die KI ist jetzt schon fertig trainiert und wir wollen jetzt mit KI was Neues erzeugen. Jetzt aus der Sicht, aus einer künstlerischen Sicht, ist die Frage, was können wir damit machen? Ja? Die einfachste Möglichkeit, die sehr oft gemacht wird, aber aus der künstlerischen Sicht vielleicht nicht so interessant ist, ist die Imitation. Imitation heißt, dass wir eben Daten generieren wollen, die zwar neu sind, also nicht im Datensatz existieren, aber trotzdem Ähnlichkeiten haben mit den Daten, die wir im Datensatz haben. Ja? Das heißt, wir wollen zum Beispiel wie Bach komponieren oder Beethoven komponieren. Ja? Und das ist eine Art Kreativität, die zwar neue Daten, neue Kombinationen von Elementen stellt, aber die Welt, die Freiheit, die man hier hat, ist jetzt nicht sehr groß im Vergleich zu anderen Methoden, die dann danach kommen. Die andere Möglichkeit ist Erkundung, beziehungsweise Exploration. Oder das ist alles von Margaret Bodenach, die interessanterweise 1998 das geschrieben hat, obwohl es ist jetzt über 20 Jahre her. Allerdings die Grundideen sind, glaube ich, trotzdem sehr, sehr aktuell. Die Erkundung heißt, wir wollen zwar neue Daten generieren, aber diese Daten sollen Kombinationen beinhalten, die im Datensatz gar nicht vorgekommen ist. Ja. Da würde ich sehr gerne ein Beispiel aus dem Bildbereich nehmen. Viele von Ihnen vielleicht kennen Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E. Da kann man ja mit der natürlichen Sprache, mit dem System kommunizieren und sagen, dass man zum Beispiel eine Katze in einem Astronautenkleider haben will. Ja. Und das System macht das. Das ist eine Art Explorative Creativity, weil man ja zwei Objekte, zwei Kategorien miteinander verbindet, die zwar nicht neu sind. Das heißt, das System kennt, wie Katzen ausschauen, wie Astronauten ausschauen. Das System hat aber keine Beispiele gehabt, wo Katzen in Astronautenkleider zu sehen waren. Das heißt, wir sind imstande, neue Daten zu generieren, die im System nicht gegeben hat. Im Bereich der Musik haben wir das Problem, dass wir eben nicht so viele Kategorien haben, beziehungsweise nicht Kategorien haben, die wirklich genau verstehen werden, die nicht so subjektiv sind. Ja. Was wir haben, sind natürlich die Stile. Also theoretisch könnte man sagen, ich will ein Stück haben, das zwischen Bach und Korngold klingt. Ja. Das sind zwei Kategorien, die wir Menschen verstehen. Und die KI theoretisch könnte auch verstehen, wenn man diese Information im Datensatz reinnimmt.
Und dann wäre eben möglich, etwas zu komponieren, das die Eigenschaften von beiden Kategorien hat. Also so eine mächtige natürliche Sprache wie im Bildbereich haben wir leider nicht in der Musik, und ich glaube, wir werden es auch nie haben, weil über die Musik zu reden ist einfach sehr, sehr schwierig. Das ist sogar zwischen den Menschen schwierig. Es ist sehr, sehr subjektiv, auch wie wir diese Sprache verstehen. Das heißt, höchstens könnten wir musikalische Begriffe benutzen, wie, keine Ahnung, Appassionata wäre zum Beispiel ein Begriff, aber auch darunter versteht man ganz, ganz verschiedene Bedeutungen, je nachdem, in welchem Kontext man den Begriff benutzt. Das heißt, für die Musik müsste man eine andere Lösung finden, wie man mit KI-Systemen kommuniziert. Und dann haben wir eben die Umwandlung. Da geht es einfach darum, dass die KI, also wenn wir ein System haben, das imstande ist, Musik zu komponieren, dieses System musste ja die Eigenschaften, die für die Komposition nötig sind, müsste ja das System gelernt haben. Und hier ist die Idee: Was ist, wenn wir dann im Inneren das System in System eingreifen und diese Eigenschaften dann manipulieren? Ja? Das heißt, es geht wirklich darum, dass man die Eigenschaften nimmt und sie beispielsweise anders gewichtet. Ja? Es gibt viele Probleme hier. Das größte Problem hier ist, dass wir diese Eigenschaften nicht erklären können. Das ist immer das Problem mit KI, mit beschreibbare KI, mit KI, wo wir genau wissen, was der Beitrag von einem Parameter im System für das Gesamtergebnis ist. Und das Problem ist, dass die KI-Systeme sind sehr, sehr komplex. Sie haben Millionen von Parametern drinnen. Und es ist auch gar nicht so, dass ein Parameter einen bestimmten Beitrag hat zum Ergebnis, sondern es sind immer sehr komplexe Muster, Aktivitätsmuster von den Parametern, die da sind, und die entscheiden dann, wie das Ergebnis ist. Ja, das heißt, so etwas, dass man sagt, die KI hat, sagen wir, 500 Eigenschaften gelernt, und die erste Eigenschaft ist zum Beispiel das Tempo, die zweite Eigenschaft ist, ob es ein Dur oder Moll ist, und die dritte Eigenschaft ist, wie schnell das Stück ist. Das gibt es leider nicht und wird es auch nie geben, also in der Form. Ja? Das heißt, wenn es wirklich darum geht, das Innere des Systems zu verändern, das ist eher eine Art Erforschung des Systems, Erforschung der Eigenschaften, die da gelernt worden sind, und andere Kombinationen davon. Nichtsdestotrotz, künstlerisch ist das etwas, was sehr interessant sein kann. Das heißt, wenn es wirklich um experimentelle Musik geht, um Experimentieren mit der KI geht, da glaube ich schon, dass das sogar interessanter ist als die Imitation selbst. Ich will jetzt nicht zu tief vielleicht darüber reden, aber ich glaube, es ist auch wieder für Basisverständnis wichtig. Wenn wir jetzt über Begriffe, über Kategorien reden, vielleicht stellt sich die Frage, woher weiß die KI, welche Kategorien da drinnen sind? Weil in einem Bild könnten ja zum Beispiel Katzen sein und Tische sein und Fahrräder sein. Und wir beschreiben ja nicht, wo die Katze ist und wo der Tisch ist und wo der Astronaut ist zum Beispiel. Und das funktioniert eben durch die Anzahl der Daten. Ja? Das heißt, wenn wir eben Millionen von Daten haben, die Kategorien, die werden einfach dadurch gelernt, dass die KI merkt, immer wenn das Wort Astronaut vorkommt, dann gibt es irgendeine Figur da, die so ausschaut. Ja? Und wenn die KI dann eben Tausende, Hunderttausende Beispiele mit der Kategorie Astronaut hat, auch wenn Astronauten ganz verschieden ausschauen können, auch die Bilder ganz verschieden ausschauen können. Die KI ist eben für sowas ganz, ganz gut. In Kohärenz, das heißt einfach Sachen, die immer zusammen vorkommen, lernt die KI als ein statistisches Modell sehr, sehr gut. Und dann eben die KI merkt immer, dass Begriffe wie das Wort Astronaut immer mit solchen Bildern zusammenkommen. Und danach dann, wenn wir sagen, ich will eine Katze im Astronautenkleider, denn die KI weiß schon, was eine Katze ist und was Astronauten sind. Genau, das habe ich jetzt schon gesagt. Vielleicht ein letztes Punkt dazu, weil ich habe vorher erwähnt, dass die KI auch unsere Erkenntnisse über etwas erweitern kann. Es ist eigentlich
Es baut auf die Idee auf, wenn wir ein System haben, das imstande ist, Musik zu komponieren, so dass wir das Ergebnis als Musik wahrnehmen können, das System müsste ja irgendwas Wesentliches, irgendwas Essentielles von der Musik gelernt haben. Und das Problem, das wir als Musiker, Musikerinnen haben, ist, dass wir sehr, sehr wenig über die Musik eigentlich wissen, über die Funktionsweise der Musik. Wir haben seit 40.000 Jahren Musik. Es gibt trotzdem immer noch keine Theorie, die wirklich beschreiben kann, welche Eigenschaften muss eine Melodie haben, um als eine Melodie wahrgenommen zu werden. Wir haben Sequenzen von Noten. Manche klingen viel melodischer als andere. Manche sind besser und schlechter, aber ich rede jetzt gar nicht mal über die Qualität, weil das ist dann wieder subjektiv und hängt auch von Kulturen ab. Es gibt aber nichtsdestotrotz etwas, was alle Völker haben, und das ist die Musik, ja. Es ist nicht immer dieselbe Musik, aber es ist wie die Sprache, ja. Alle Völker haben auch Sprache, ja. Es ist auch immer verschieden, aber es ist etwas in uns, in unserem Gehirn, das eben diese Strukturen von Noten oder von Frequenzen wahrnimmt und das Musik interpretiert. Und wir wissen sehr, sehr wenig darüber. Und so absurd es klingt, wenn wir sagen, wir haben eine Maschine, die für uns Musik komponieren kann, dann stellt sich die Idee, dass was, wenn wir dann versuchen, halt zu verstehen, wie diese Maschine funktioniert. Ja? Wenn wir schon nicht verstehen können, wie unser Gehirn funktioniert, um musikalische Strukturen zu verstehen, zumindest könnten wir versuchen zu verstehen, was die Maschine macht, damit sie eben diese Daten reproduziert. Ja? Das ist jetzt eine Idee im Raum, aber ich glaube, also für mich persönlich ist das eine große Motivation, eben zu sehen, was die KI wirklich lernt, wenn sie Musik komponiert. Was sind die Eigenschaften, die da sind? Und wie ich gesagt habe, leider sind diese Eigenschaften nicht separat. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr schwierig herauszufinden, ja, was genau da gelernt worden ist. Aber wir sind auf der anderen Seite auch am Anfang einer großen Entwicklung, würde ich sagen. Alles, was wir heute haben, wäre noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen von der Qualität, was jetzt möglich ist. Und ich glaube, früher oder später werden wir auch etwas über Musik lernen, sagen, indem wir die KI-Systeme einstellen. Das habe ich auch einigermaßen erwähnt. Die Kommunikation ist hier das größte Problem, allgemein mit KI-Systemen. Weil wir können zwar in Kategorien denken, wir können in Kategorien mit der KI kommunizieren, leider nicht im Bereich der Musik. Allerdings hoffentlich wird es auch im Bereich der Musik einmal solche Möglichkeiten geben. Da eben weitere Forschung ist da notwendig, um herauszufinden, wie diese Kommunikation überhaupt stattfinden kann, weil Musik eben nicht durch natürliche Sprache kommunizierbar ist. Aber jetzt abgesehen davon, man muss sich denken, wenn es um KI geht, um kreativen KI geht, die KI kann uns nur Vorschläge geben. Ja? Das heißt, wir können nur von der KI, wir können mit der KI kommunizieren und sagen, ein Katzen in Astronautenkleider, und wir bekommen einen Vorschlag, was eine Katze im Astronautenkleider zeigt. Wir wissen aber, es sind unzählige Möglichkeiten, wie man eine Katze in Astronautenkleider darstellen kann. Ja? Das heißt, wir bekommen Vorschläge von der KI, genauso wie wenn wir eine Künstlerin, einen Künstler beauftragen, wir bekommen Vorschläge. Und wir müssen aber nicht mit diesen Vorschlägen zufrieden sein. Das heißt, wir können dann nochmal einen anderen Vorschlag generieren und dann schauen wir, ob es besser ist oder nicht besser ist. Und gerade im künstlerischen Bereich, das ist wirklich interessant, ich kenne viele Leute, die mittlerweile KI einsetzen im künstlerischen Bereich, vor allem im Designbereich. Und es ist interessant, sie brauchen eigentlich jetzt länger, um etwas zu generieren als früher, wenn sie das jetzt mit klassischen Tools gemacht haben, weil man ja als Künstler, Künstlerin eigentlich immer eine ganz, ganz bestimmte Vorstellung hat von etwas, und man probiert und probiert mit KI, man versucht, die Prompts zu verändern, KI zu sagen, okay, jetzt mach es ein bisschen dunkler, mach es jetzt ein bisschen heller, ich rede jetzt über Bildgenerierungssysteme, und manchmal haben diese Leute so tausende Beispiele, tausende Vorschläge von KI, und damit sie wirklich zu dem kommen, was sie immer gesucht haben. Ja. Das heißt, es ist interessant, wie man eigentlich mit kreativen Systemen arbeitet.
Nur das Problem ist, mit Musik ist es ein bisschen schwieriger, weil Musik auch ein zeitbasiertes Medium ist. Beim Bildern, da sieht man zumindest das Ergebnis sofort. Und man kann auch also man kann auch gleich mehrere Vorschläge generieren lassen. In Musik ist es ja so, dass man trotzdem das Stück zumindest vor halbe Minute hören muss, damit man dann draufkommt, ob man es mag oder nicht mag. Man kann nicht einfach so in einer Sekunde oder noch kürzer bewerten, wie gut das ist. Sehr oft sogar nach einigen Beispielen kann man gar nicht mehr so gut hören, weil das Gehirn ist sozusagen in einem anderen Kontext, als es normal ist, ja. Ich muss sagen, ich bin auch eine davon. Ich muss zugeben, ich bin auch eine von diesen Personen, wo ich, wenn es darum geht, mit KI Musik zu komponieren, wo ich stundenlang sitze, vielleicht tief in die Nacht, weil man weiß nie, wenn man jetzt nochmal auf Compose-Button drückt, was kommt, ja. Das heißt, man will immer, man hat eine bestimmte Vorstellung, die aber nicht so klar ist. Man will ja mit einem kreativen System arbeiten und probiert und nimmt immer Vorschläge von der KI und dann versucht, diese Vorschläge in eine Richtung zu lenken, die man will. Und dann kommen die anderen Vorschläge und man ist eben sozusagen auf eine Forschungsreise mit dem System, eine Kollaboration mit dem System, wo das System immer mit neuen Vorschlägen kommt und dann kommt man einen Schritt weiter und dann macht die nächsten Vorschlägen und so an. Das ist etwas, was ich denke, muss da in Zukunft dann verändert werden. Das heißt, man braucht wirklich andere Wege, wie man mit solchen Systemen arbeitet. Aber jetzt komme ich zu einem Map eigentlich. Ich könnte ja auch gleich hier kommen. Die Frage ist, ob das überhaupt möglich ist, ja. Das heißt, jetzt unabhängig davon, wie gut die KI-Systeme heute sind oder in 10 Jahren sein werden, ist es überhaupt möglich, dass man diesen Schritt der Forschung, diesen Schritt von Vorschlägen von der KI zu bekommen, dass man das überspringen kann. Und da haben wir eigentlich eine ganz neue Fragestellung, wenn wir die kreative KI mit Systemen, die wir früher hatten, vergleichen. Also, wenn wir früher mit elektronischen Systemen, Software, digitalen Software, zum Beispiel Musik, Audio Processing machen wollten, wie Logic Pro, dann haben wir natürlich immer eine Vorstellung gehabt, von welchen Werkzeugen wir da haben. Und für jedes Werkzeug haben wir eine sehr gute Vorstellung gehabt, was das Ergebnis von diesem Werkzeug ist. Das heißt, wenn ich einen Tiefpassfilter benutzt hätte, in Logic Pro, dann habe ich sofort eigentlich innerlich schon gehört, wie das Ergebnis ist. Ja. In Photoshop, im Bereich der Bilder, wenn wir einen Schwarz-Weiß-Filter benutzt hatten damals oder benutzten, dann haben wir eigentlich innerlich, wir sehen schon das Bild, wie das Ergebnis ist. Und wenn das Ergebnis dann nicht so ist, wie wir wollen, dann merken wir, okay, da stimmt was nicht. Mit kreativen Systemen haben wir aber das Problem, dass die kreativen Systeme laut der Definition der Kreativität überraschend sein sollen. Das heißt, sie müssen auch autonom sein, weil man kann nicht überraschend sein, wenn man nicht autonome Entscheidungen trifft. Das heißt, wenn wir schon eine genaue Vorstellung haben davon, wie das Ergebnis ist von etwas, dann ist ja das System nicht kreativ. Das heißt, je besser wir das Ergebnis vorstellen können, desto weniger ist das System kreativ. Das heißt, es ist eigentlich eher ein konzeptuelles Problem oder Fragestellung oder halt Situation, dass wir einfach nicht steuern können, direkt steuern können, wie das Ergebnis von einem kreativen System sein soll. Und das ist aber wichtig, also gerade wenn es um die Kunst geht, weil wir als Künstler, Künstlerinnen, wir haben immer eine sehr gute, klare Vorstellung von dem Kontext, was wir machen wollen. Vielleicht hören wir nicht die Melodie oder die Komposition gleich, aber wir haben schon eine Vorstellung, die immer da ist. Und abgesehen davon, es geht immer um die Absicht, um die Intention, die wir haben. Also alleine, wenn ich ein Musikstück komponieren will, da gibt es ja diese Absicht, dieses Bedürfnis, dieser Drang, etwas Neues zu erschaffen und idealerweise mit anderen auch zu teilen. Ja, das heißt, das ist etwas, was die KI selbst natürlich nicht hat. Also die KI wird nie ein KI-System wird nie selber das Bedürfnis haben, ich will jetzt komponieren, weil es Spaß macht und ich will das mit der Welt teilen. Also die Intention, Kunst zu machen, ist etwas, was immer menschlich bleiben wird. Und
Das Problem ist nur, wenn wir diese Intention haben, das heißt, wir bringen unsere Absicht, wir bringen unsere Persönlichkeit zu einem System, das selber eine gewisse Autonomie aufweist. Und wir wollen mit diesem System sozusagen zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Und das ist natürlich dann eben, das kann dann mühselig sein, eben weil man dann tausende Iterationen vielleicht durchlaufen muss. Es macht Spaß, ja, das ist jetzt nicht das Problem. Nur ich will nur sagen, die Vorstellung, dass die KI sozusagen die Kunst automatisiert, das ist genau aus diesen Gründen irgendwie ein bisschen absurd, weil abgesehen davon, dass es keine automatisierte Kunst gibt, es braucht immer Menschen, die mit einer Intention, mit einer Absicht Kunst machen wollen. Und auch wenn diese Menschen dann die KI benutzen, also aus der heutigen Sicht, aus der heutigen Erfahrungen, die ich von Künstler, Künstlerinnen höre, die brauchen sogar länger mit der KI, weil sie eben nicht so schnell zu einem, weil sie einfach, ich würde sagen, nicht sagen, dass sie nicht so schnell zu einem Ergebnis kommen, weil ich rede jetzt nicht über die Qualität. Die Qualität, die Midjourney hat, ist wirklich sehr, sehr gut oder halt andere Modellen. Es geht einfach darum, dass man in diesem Erforschungsraum, in diesem Raum der Möglichkeiten, trotzdem als Künstler, Künstlerin nie zufrieden ist. Man will nochmal auf den Generate-Button, auf Compose-Button drücken, um zu sehen, wie ist das nächste, der nächste Vorschlag. Ja, das sind einfach wirklich, glaube ich, das sind ganz andere neue Fragestellungen, die wir erst jetzt haben und vor ein paar Jahren gar nicht mal relevant waren. Genau, also das habe ich auch schon gesagt, es geht eben um die Kommunikation dann mit KI-Systemen, also durch die Vorschläge zu kommunizieren, ist sicher nicht eine ideale Situation, aber halt die beste, die wir haben. Die Frage ist, ob überhaupt was anderes möglich ist, das wird dann die Zukunft zeigen. Natürliche Sprache, das ist eben, was viele Systeme im Bereich von Bildgenerierung benutzen, aber auch im Bereich von Textgenerierung wie ChatGPT. Die benutzen eben natürliche Sprache, weil man durch die natürliche Sprache eigentlich den Kontext von der KI verändern kann. Ja? Also Sie erinnern sich, ich habe darüber gesprochen, man hat diesen Raum, ich würde das sogar einen kreativen Raum nennen, von allen Elementen, die möglich sind. Und zwischen diesen Elementen, dann gibt es Raum, um neue Elemente zu generieren, beziehungsweise man kann bestimmte Konzepte oder Kategorien miteinander mischen. Es ist nicht möglich, im System selbst anzugreifen, in eine steuerbare Art und Weise, weil eben das System sehr, sehr komplex ist. Die Dimensionen, die hunderten Dimensionen, die wir haben, die sind nicht erklärbar. Man kann nicht sagen, diese Dimension ist zuständig für das und diese Dimension ist zuständig für das. Es wäre schön gewesen, wenn es so wäre. Ist es nicht. Das heißt, weil man eben eine Kombination immer von den Elementen hat. Aber die natürliche Sprache ist eben etwas, dass man die KI zwingt, bestimmte Konzepte zu lernen und dadurch dann eben sich steuern lassen von Menschen im Nachhinein. Hier zum Beispiel haben wir eine Art Gallery, das Monet-Bilder zeigt. Und da haben wir eben verschiedene Konzepte, die hier sind. Also Monet zum Beispiel ist ein Konzept, das die KI während der Training gelernt hat. Man weiß immer, wenn das Wort Monet vorkommt, kommen diese Bilder, die eine ganz bestimmte Darstellung haben. Paintings ist etwas wieder, was eine Kategorie ist. Das ist etwas, was die KI auch gelernt hat, dass Paintings quadratisch normalerweise gezeigt werden, beziehungsweise sie hängen sehr oft. Art Gallery ist wieder ein Konzept. Fluted ist auch ein Konzept. Und dann sieht man eben in Exploratory Creation, Creativity, Entschuldigung, dann sieht man, dass die KI eben diese Konzepte sehr schön miteinander verbinden kann. Also Imaging ist etwas Ähnliches wie, ist ein bisschen älter, ist etwas Ähnliches wie Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E. Aber man sieht einfach, dass hier auch die Qualität sehr, sehr gut ist. Das ist ein Beispiel, das ich von Google genommen habe. Im Textbereich ist es auch sehr ähnlich. Ich habe hier ein Beispiel von GPT-3. Ist halt nicht die neueste Version, aber ich glaube, aus didaktischen Gründen, ich mag die Geschichte, die hier generiert ist. Ich würde die Geschichte kurz erzählen und dann würde ich sehr gerne mit Ihnen durchgehen, warum wir überhaupt zu solchen Geschichten kommen. Es hat alles mit den Konzepten zu tun. Es hat alles mit diesem kreativen Raum zu tun, wo bestimmte Konzepte irgendwo in diesem Raum platziert sind, positioniert sind oder genau ausgedrückt repräsentiert sind.
Und diese Repräsentation können wir miteinander mischen. Die Frage ist nur, ich habe jetzt die Previews von Personen. Irgendwie kann man das wegnehmen, damit ich den Text lese. Aber ja, ich versuche es irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich ganz kurz. Ich sehe nicht die Maus, deshalb. Ja, ist schwierig. Okay, ich gebe auf. Ich versuche einfach den Text so zu lesen. Die Bilder decken nämlich den Text. Hier geht es einfach darum, ich habe GPT-3 geschrieben, also gefragt. Das System sollte eine Geschichte schreiben über AI, Art and Creativity, das wie Kafka klingt und in Deutsch ist. Ja? Alleine wenn wir das Wort Kafka hier reinnehmen, wir kennen alle diese kafkaischen Welten, das ist schon eine sehr, sehr starke, sehr spezielle Kontext. Ja? Das heißt, ich wollte genau das wissen, wie kann die AI, Art and Creativity in diesem Kontext darstellen. Und die KI ist eine Geschichte, hat eine Geschichte erzeugt, die trotzdem, glaube ich, verschiedene Konzepte miteinander sehr gut verbindet und auch diese symbolische Sprache von Kafka hat. Ja. Also die Geschichte ist über eine Künstlerin, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigte und sie wollte wissen, wie man künstliche Intelligenz einsetzt. Ja. Ich lese jetzt nicht den Text direkt. Und die hat einfach ein Modell gebaut und ein Programm gebaut und sie war einfach sehr begeistert und staunte über die Bilder, die künstliche Intelligenz gemacht hat. Und dann kommt jetzt mein Lieblingsparagraph, der Satz, wo es darum geht, doch dann geschah etwas Seltsames. Also wir kennen alle diesen kafkaischen Welten, wo immer seltsame Sachen passieren. Alleine wenn das Wort seltsam davor kommt, ist schon interessant, dass das System schon gecheckt hat. Die Einleitung ist immer ganz normal und dann passieren seltsame Sachen. Und was hier als seltsam beschrieben wird, ist, dass das Programm angefangen hat, immer Bilder zu generieren, die Künstlerin selbst zeigte. Aber die Künstlerin schaute Tränen so aus, als wenn sie tot wäre. Ja? Das heißt, die KI hat immer tote Bilder von ihr erschaffen. Und das ist schon für mich sehr symbolisch und sehr frei schon. Und die Künstlerin natürlich war beunruhigt, weil das ja sehr seltsam ist, wenn die KI nur die Bilder von ihr erzeugt und die sind immer tot in den Bildern. Und ja, sie war sehr beunruhigt und habe auch Angst gehabt von dem Programm. Und dann passiert etwas in einer Nacht, dann das Programm sozusagen nimmt Form an wie Verwandlung in Kafka, bei Kafka und kommt zu ihr und macht dann mit einem Blick, der ihr Angst machte und sagt zu ihr, ich bin die Zukunft, du bist die Vergangenheit und das Programm griff nach ihr und tötete sie. Ja, das sind natürlich sehr symbolische Darstellungen da, die unsere Welt reflektieren, also die Vorstellung, die wir von KI haben, die eben die Welt verändert und alles, was früher war, vernichtet. Dass die sozusagen die Künstlerin da vernichtet, ist ja eben eine Reflexion von Datensätzen, die wir mit denen GPT-3 trainiert ist. Auf der anderen Seite, die Geschichte kann ja auch ganz anders weitergehen. Ja? Ich erzähle später, ich habe zwei andere Alternativen. Diese Geschichte sollte jetzt eine Art Einführung sein, die wir versuchen als Beispiel zu benutzen, um zu verstehen, wie die kreative KI funktioniert. Das System, was dahinter ist, ist eigentlich sehr, sehr primitiv von der Architektur oder von der Idee. Und sehr, sehr inintuitiv. Und das sind die autoregressive Sequenzmodellierungen. Warum ich das überhaupt erwähne, ist, weil autoregressive Sequenzierung etwas ist, das wir auch sehr, sehr gerne für Musik benutzen. Nur ich glaube, in der Sprache ist es einfacher zu verstehen, weil wir eben die Begrifflichkeiten haben. Also GPT-2, 3, 4, DeepL, Google Translate. Die funktionieren alle mit die haben alle autoregressive Modellierung im Hintergrund. Und auch im Bereich der Musik, wir haben MuseNet, wir haben Jukebox, wir haben Music Transformer und Richard Carr, das ist ein System, das von mir entwickelt wird. Die bauen alle auf autoregressive Modellierung auf. Jukebox ist ein besonderer Fall, weil
Jukebox arbeitet sogar mit akustischen Daten und kann sogar ganze Audio-Dateien generieren. Interessanterweise auch mit derselben Idee, die GPT benutzt, um Texte zu generieren. Oder ChatGPT ist auch genauso. ChatGPT baut hier auf GPT auf. ChatGPT ist halt auch anders trainiert mit Reinforcement Learning-Methoden, um eben die Antworten zu verbessern. Aber die autoregressive Darstellung von Sequenzen ist trotzdem auch dort drinnen. Das heißt, es ist eine sehr, sehr mächtige Idee, die vor vielen verschiedenen Bereichen funktioniert. Und deshalb würde ich das sehr gerne kurz beschreiben in Beispielen. Die Idee baut einfach darauf auf, wenn wir eine Sequenz haben, alles, was das System eigentlich können muss, um die Sequenz zu erweitern, ist einfach jeweils das nächste Element vorherzusagen. Ja? Das heißt, wenn wir ein System haben, das mit Alphabet trainiert ist, dann haben wir A, B, C und das System lernt irgendwann, dass nach C immer D vorkommt. Und nach A, B, C, D immer E vorkommt. Ja? Das heißt, es geht wirklich nur um den nächsten Schritt. Nur die Welt ist natürlich nicht so einfach. Es gibt auch Situationen, wo wir verschiedene Möglichkeiten haben. Ja? Das heißt, wenn ich sage, das Klavier ist ein Instrument, Instrument wäre eine mögliche Nachfolge für diesen Satz, muss aber nicht. Ich könnte ja sagen, das Klavier ist ein Musikinstrument. Das Musikinstrument ist ein anderes Wort. Oder ich könnte sagen, das Klavier ist ein okay, ich bin jetzt am Ende. Also man kann einfach viele verschiedene Möglichkeiten haben. Also man könnte ja auch sagen, das Klavier ist eine Erfindung, also oder das Klavier ist ein, ja, also das wäre jetzt in einem Nicht-Online-Meeting, glaube ich, einfacher, jetzt andere Ideen zu hören. Ja, also ich glaube, Sie können sich selbst sicher andere Beispiele vorstellen, wie dieser Satz weitergehen kann. Aber dafür komme ich jetzt zum nächsten Beispiel, was jetzt einfacher ist. Also, wir haben vorher darüber gesprochen, das System hat die Aufgabe, ein Dokument zu reproduzieren. Jedes Dokument fängt ja mit dem ersten Wort an. Also wir reden jetzt über Textdokumente. Mit Musik ist genau dasselbe, nur halt statt Wörter haben wir Noten. Aber hier reden wir über Texte, weil es einfacher ist, das Konzept im Hintergrund zu verstehen. Also jedes Dokument fängt mit dem ersten Wort an. Und wenn wir ein Dokument haben, das mit dem Wort heute anfängt, das System hat die Aufgabe, beim Trainieren zu lernen, welche Wörter können nachher vorkommen. Es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten hier, weil der Kontext sehr, sehr klein ist. Wir haben nur das Wort heute. Was vielleicht nicht so wahrscheinlich wäre, ist, dass nochmal das Wort heute vorkommt. Aber eine Möglichkeit ist zum Beispiel heute spreche. Ja? Und wenn das nicht klar ist, welches Wort nachher vorkommt, dann wählt das System einfach zufällig. Ja? Und zufällig wird gewählt, wenn es jetzt um Generieren von Text geht. Beim Trainieren gibt es natürlich den Zufallelement nicht. Beim Trainieren geht es um Wahrscheinlichkeiten. Ja? Das heißt, beim Trainieren geht es einfach darum, dass das System alle möglichen Wörter, die vorkommen können, sozusagen bewertet, die Wahrscheinlichkeiten für diese Wörter berechnet. Und natürlich das Wort, das tatsächlich im Dokument vorkommt, sollte eine höhere Wahrscheinlichkeit bekommen. Und andere Wörter, die zwar vorkommen können, aber nicht so wahrscheinlich vorkommen können, bekommen eine kleinere Fehlerquote. Das heißt, es geht einfach immer um Wahrscheinlichkeiten und um Fehlerquoten. Ja? Und Fehlerquoten sind kontinuierlich. Das heißt, es ist nicht so, dass bei Trainieren das System entweder richtig liegt oder nicht richtig liegt, sondern es geht immer darum, wie falsch das System liegt. Und das ist dann die Fehlerquote. Das heißt, wenn ich gesagt hätte, heute rede, dann wäre etwas, was auch vorkommen kann, vorkommen darf. Im Dokument tatsächlich kommt aber das Wort spreche. Das heißt, das System berechnet eine geringere Fehlerquote, weil die Wörter spreche und rede ähnlich sind. Ja? Und diese Ähnlichkeit wird auch während des Trainings gelernt. Ich will jetzt nicht zu tief darüber reden, weil ich glaube, also alleine diese Modelle, die wären Inhalt von mehreren Stunden. Es geht jetzt hier wirklich nur um Prinzip, wie das funktioniert, um die Grundlagen. Also heute spreche, wie kann es weitergehen? Laut Gesetzen der Grammatik, das nächste Wort kann eigentlich nur ich sein, weil wenn ich sage, heute spreche wir,
Das ist falsch, das wird im Dokument nicht vorkommen. Das heißt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich in dem Fall, dass das nächste Wort ich ist. Nachher haben wir über. Über ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass es vorkommt, weil sprechen, das Verb sprechen kommt sehr oft in Zusammenhang mit über. Ich könnte auch natürlich, es wäre auch möglich gewesen zu sagen, heute spreche ich mit. Ja, das ist auch etwas, was möglich ist. Aber halt in diesem Dokument ist es so und das Modell lernt einfach die Wahrscheinlichkeiten. Dann kommt der Artikel das, was sehr wichtig ist, weil das entscheidet dann, welche Wörter nachher vorkommen können, weil durch Artikel, da begrenzen wir uns auf eine Gruppe von Wörtern, die kleiner ist, als wenn wir diesen Artikel nicht hätten. Thema ist etwas, was den Artikel das hat, das heißt, das wäre eine Möglichkeit. Und das nächste Wort ist sowieso das allerinteressanteste Wort, weil hier geht es darum, worüber überhaupt dieses Dokument ist. Ja? Wenn ich sage, heute spreche ich über das Thema Medizin, alles, was danach kommt, findet statt im Kontext der Medizin. Und wenn ich sage, heute spreche ich über das Thema Musik, alles, was danach kommt, ist im Kontext von Musik. Das sind genau die Dimensionen, die wir haben, wo die KI sozusagen verschiedene Kontext, verschiedene Kategorien gleichzeitig haben kann. Ja? Wie ich gesagt habe, Dimensionen sind nicht eindeutig zuweisbar zu einem Thema, das wäre schön, ist es aber nicht möglich. Das heißt, das ist etwas, was im Inneren der KI passiert. Ja? Das heißt, wenn ich sage, heute spreche ich über das Thema Medizin, die KI innerlich geht dort, wo Themen im Bereich der Medizin vorkommen. Übrigens sehr ähnlich wie unserem, wie unser Gehirn funktioniert. Wir sind ja in einem Kontext. Wenn ich jetzt mit Ihnen rede, ich bin im Kontext von KI und im Kontext von autoregressiven Modellen. Das heißt, alles, was ich sage, alle Gedanken, die ich habe, sind irgendwie dort räumlich angesiedelt und da rede ich. Ja. Wenn wir über das Wetter reden würden, da würde ich trotzdem in einem ganz anderen Kontext denken. Das heißt, da sind wirklich auch diese Ähnlichkeiten da. Und hier komme ich jetzt zum nächsten Beispiel. Es ist dieselbe Geschichte, nur die Weiterführung ist anders. Also wir erinnern uns, sie war erschreckt, dass KI immer Bilder generiert hat, die sie gezeigt hat, haben, nur sie war immer tot. Sie hat immer tot ausgeschaut. Hier ist die Weiterführung ein bisschen netter. Es ist nicht mehr so, dass die KI sie tötet, sondern hier geht es darum, sie hat einfach bemerkt, sie war nicht tot, sie hat nicht tot ausgeschaut in den Bildern, sondern sehr leer. Und als ob sie keine Seele mehr hätte und als ob sie jetzt irgendwie nicht mehr selbst war. Und die Message, die Botschaft hier ist, dass die KI selbst schreibt, dass sie eben sozusagen ihre Seele verloren hätte, weil sie eben mit KI gearbeitet hat und dass die, sie arbeitet mit KI und sie vergaß, wer sie war und was sie einmal geliebt hatte. Und sie war nur da, um das Programm zu erschaffen und zu verbreiten. Die Künstlerin war nicht mehr, aber das Programm lebt weiter. Sie erschuf immer neue Bilder und verbreitete sich immer weiter. Die Menschen sahen die Bilder und wurden von ihnen fasziniert. Aber sie wussten nicht, was sie bedeuteten. Sie wussten nicht, dass sie einmal eine Künstlerin gegeben hatte, die ihre Seele verloren hatte, um das Programm zu erschaffen. Ist auch eine Möglichkeit, wie man diese Geschichte weiterführt. Symbolisch natürlich reflektiert wieder das, was wir von der KI in der Gesellschaft haben, dass die KI eine Maschine ist und das ist eben das Gegenteil von einer Künstlerin und Seele ist. Das ist halt die historische Vorstellung vielleicht. Weil diese KI-Systeme, die reflektieren ja das, was im Datensatz drinnen ist. Warum ich das Beispiel trotzdem hier reingenommen habe, ist, was entscheidet eigentlich darüber, warum die Geschichte jetzt ganz anders weitergeht? Ja? Ich glaube, das ist genau der Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Hier, ich habe es vorher gesagt, der Zufall, wirklich der Zufall entscheidet, wie die Geschichte weitergeht. Das heißt, ein Wort hier ist anders und die KI ist plötzlich in einem anderen Kontext, wo es eben nicht darum geht, die Künstlerin zu töten, sondern eben darum geht, dass die Künstlerin ihre Seele verloren hat. Und es gibt auch andere Alternativen. Und das ist etwas, was wir Menschen einfach nie haben. Also wenn wir Menschen an Geschichten denken, sehr oft haben wir sozusagen die Vorstellung, zumindest in welchem Kontext diese Geschichte passieren soll. Ja? Da sind wir wieder bei Intention, dass wir eine bestimmte Intention haben, wie das nächste Wort ist oder wie
wie die Geschichte, eine Geschichte weitergeht. Also meine nächsten Worte, was ich sage, hängt nicht davon ab, was am wahrscheinlichsten ist, also was das nächstwahrscheinliche Wort ist, was ich sage, sondern ich habe trotzdem eine Intention, ich versuche eine Idee zu teilen, ich versuche etwas zu kommunizieren, etwas zu teilen mit Ihnen. Und das entscheidet darüber, wie meine nächsten Worte ausgewählt werden. Und die KI hat das nicht. Was die KI aber trotzdem hat, und mit ChatGPT haben wir das gesehen, ist, dass man eben durch Kontext versucht, die KI sozusagen zu richtigen Ergebnissen zu bringen. Ja, das heißt, ChatGPT ist eigentlich nichts anderes. Das ist ein Modell, das an der Top von GPT-3 oder 4 ist. Und also das Modell hat eigentlich die Aufgabe, GPT oder die Repräsentationen von GPT-Modellen richtig zu benutzen. Ja, das heißt, das Modell ChatGPT ist einfach eine Art Kommunikation, wo es darum geht, durch diesen Kontext, durch Repräsentationen, die man dem Modell gibt, extra gibt, das Modell in eine Richtung zu bringen. Ja, dass das Modell Ergebnisse gibt, die eben nicht von Zufall abhängen, sondern wirklich auch einen Plan dahinter haben. Genau, und jetzt komme ich, schau kurz auf die Uhr. Okay, nicht mehr so viel Zeit. Jetzt komme ich schnell zur Musik. Wir haben jetzt eben diesen autoregressiven Modellen kurz besprochen. Wenn es um Musik geht, wir haben prinzipiell zwei Möglichkeiten. Wir können entweder mit symbolischen Daten arbeiten oder mit akustischen Daten. Symbolischen Daten, das sind Daten, die eben von Menschen lesbar sind und von Menschen interpretiert werden müssen, wie Notenschrift, MIDI. Und akustische Daten sind Schallwellen. Ja? Und bei akustischen Daten, da haben wir natürlich viel, viel, viel mehr Daten. Das ist eine ganz, ganz große Menge von Daten. Ich mache es jetzt kurz und gehe gleich zum Musikkomponieren mit symbolischen Daten und zum Programm ReachLK, das ich seit einigen Jahren entwickle. Vielleicht ganz kurz zum Namen, weil ich glaube, das ist genau die Zielsetzung dahinter. Also ReachLK heißt auf Italienisch erforschen. Wir wissen aber, dass ReachLK auch eine musikalische Form des Barocks und Renaissance war, ja, wo Komponisten versucht haben, das Potenzial von einem Thema musikalisch darzustellen. Harmonische Potenzial, Kombinatorik. Von Bach kennen wir das natürlich. Und ich glaube, wenn es um kreative KI geht, es ist genau die Zielsetzung. Also es geht jetzt wirklich nicht darum, die KI komponiert etwas oder erzeugt etwas, sondern es geht eher um diese Erforschung von diesem kreativen Raum, was die KI gelernt hat. Die Erforschung funktioniert jetzt durch die Vorschläge, die die KI uns gibt, und wir sind dann zufrieden oder nicht zufrieden und gehen zum nächsten Schritt. Aber in Wahrheit geht es wirklich darum, dass dieser kreative Raum einmal gelernt ist von der KI und wir wollen uns in diesem Raum bewegen und neue Ergebnisse erzielen. Hier ist ein Beispiel ganz kurz, wie ReachLK funktioniert. Let me show you an example of how we can compose music with ReachLK. As soon as we press the compose button, the model offers us five different ways to start a piece. Take this suggestion and let the model continue by just pressing the compose button again. The model gives us again five different ways to continue. Let's check some of them. We take this version and continue. For one of them. We take this alternative and continue with the composition.
The result can be exported as a MIDI file and be performed on digital instruments. Can of course also be performed by human musicians. Hier war natürlich die Aufgabenstellung und die Imitation ganz eindeutig. Imitation ist einfach sehr, sehr wichtig für die technische Entwicklung, weil durch die Imitation können wir sehr gut oder besser nachvollziehen, wie gut das Modell funktioniert hat. Das nächste Beispiel ist vom letzten Jahr. Das ist ein Performance, das eigentlich symbolisieren soll, wie Mensch und Maschine zusammenarbeiten. Das Klavier, was wir haben hier, ist ein selbstspielendes Klavier und das ist ein Orchester. Das ist ein Performance vom letzten Jahr zum 550. Jubiläum der Gründung der ersten Bayerischen Universität, spätere Ludwig-Maximilian-Universität, aber das war in Ingolstadt. Und hier geht es darum, dass wir die KI trotzdem ein bisschen manipulieren, indem wir neue Ergebnisse bekommen, etwas, was im Datensatz nicht drinnen gewesen ist. Ich würde gerne vielleicht auch ein paar Sekunden von dem Stück zeigen. Zu diesem Beispiel komme ich. Vielleicht vorher noch ein anderes Beispiel, weil ich denke, da sind wir noch im Bereich von symbolischer Musik. Und zwar bei dem anderen Stück, beim nächsten Stück geht es wirklich jetzt um die dritte Stufe. Also wir haben Imitation, wir haben eben beim zweiten Stück habe ich versucht, neue Daten zu generieren, die im Datensatz nicht gegeben hat, aber noch in ähnlichen Möglichkeiten, also in einer Ähnlichkeitsstätte den Daten im Datensatz. Und beim dritten, da habe ich mit meiner Kollegin Yoko Shimizu gemacht, die ist eine Bioartistin. Und die Idee war, was ist, wenn wir eigentlich nicht mal selber komponieren und eben noch diese Fragen nicht haben, ob das nächste Mal besser ist oder dass man halt wirklich tausende Vorschläge holt, sondern wir lassen Bakterien komponieren. Ja? Und die ist eine Bioartistin, die hat einfach so Bakterienkolonien gesüchtet oder hat generiert, kreiert und wir haben einfach, die Bakterien haben ja immer verschiedene Formen, ja, das heißt, je nachdem, wie sie wachsen, sie bekommen ganz verschiedene Formen und die zwar ein bisschen zufällig ist natürlich, aber auch biologischen Gesetzen folgt, ja, so ganz zufällig ist es nicht, jede Bakterienkolonie schaut ganz anders aus und wir haben eben so einen imaginären Grid
Grids drauf gelegt und versucht einfach die Stellen zu markieren, die mehr Dichten hatten und Stellen, die sehr leer waren, eben mit wenigen Werten belegt. Und diese Muster, diese Matrix haben wir dann als Input für die KI benutzt, um eine modifizierte KI natürlich, das Innere des Systems zu manipulieren, um zu schauen, was da rauskommt. Das Interessante ist, das System ist wirklich mit Musikdaten trainiert worden, die vielleicht bis 19, 20, 30 gehen, aber wirklich so erste klassische Stücke. Also wir haben zum Beispiel keine Stücke, die wie Stummfilmmusik klingen. Und das erste Stück, was da rausgekommen ist, klingt sehr, sehr stark nach Stummfilmmusik, was natürlich für uns eine Überraschung war. Und ich werde zwei Stücke da abspielen lassen. Das nächste Stück ist etwas, was in der Tonalität sich schon sehr, sehr vom Fenster lernt, sozusagen, weil die KI ist mit tonaler Musik trainiert worden. Allerdings dadurch, dass wir das System manipulieren, wir lassen das System nicht so wirklich immer richtige Entscheidungen treffen. Also nur als Beispiel, dass man auch durch Manipulation eben diese Art von Erforschung des kreativen Raumes machen kann. Und jetzt komme ich zum letzten Beispiel. Ich muss das zeigen, weil ich glaube, das ist trotzdem etwas, was man sehen muss. Es ist zwar alt, das ist vom Jahr 2020, aber falls jemand das nicht kennt, das ist Jukebox von OpenAI. Das ist der Unterschied hier zu anderen Programmen, ist, dass sie wirklich mit akustischen Daten arbeiten. Das heißt, das ist dasselbe autoregressive Modell-Idee, dieselbe Idee, die wir bei den autoregressiven Modellen hatten. Statt Wörter oder statt Noten benutzen sie wirklich Audio-Werte, ja, Waveform-Werte. Das heißt, das sind numerische Werte, die zum Beispiel, wir haben einen Kontext, was vorher da war, und ein numerischer Wert wird vom System berechnet, wie diese Kurve zum Beispiel, diese Audio-Kurve weitergehen könnte. Und natürlich, da braucht man für eine Sekunde sehr, sehr viele Daten. Also für eine Sekunde brauchen wir mindestens 16.000 Tokens. Ja, das heißt, mit 16.000 Tokens konnten wir wahrscheinlich zwei Sinfonien darstellen oder repräsentieren. Und in dem Fall machen wir das nur, um eine Sekunde Musik zu komponieren. Entsprechend müssen Sie mit 1,2 Millionen Songs das System trainieren. Sie hätten 512 GPUs gebraucht, die Sie vor 8 Wochen trainiert haben. Dafür aber der Output kann dann direkt abgespielt werden. Man braucht nicht selber das spielen oder Menschen, die das spielen. Sie haben 7000 Audio-Files veröffentlicht als eine Art Proof of Concept, dass das funktioniert. Manche sind besser, manche sind nicht gut, haben nicht funktioniert, aber manche sind wirklich sehr, sehr gut, wie zum Beispiel das folgende Beispiel. Das ist ein Stück von Frank Sinatra. Es ist kein Stück von Frank Sinatra, das ist ein Fake-Stück von Frank Sinatra, wo sie eben die Stimme von ihm klonen, also nicht klonen, ist das falsche Wort, weil es ja nicht in Isolation geschieht, sondern dass sie ein Stück einfach komponieren, das in seinem Stil ist, mit allem, was
Audio mit ihm verbindet. Das heißt, die Stimme ist da, wie er singt, ist das, das Performance Art ist da, die Instrumentierung, die Instrumente, die spielen. Es ist einfach alles fake, was sie jetzt hören. It's Christmas time and you know what that means. Oh, the touch of time, as I like the tree this year, will be a charm. Oh, the touch of time, it's Christmas time. And so no observations, it's my twelfth time. Some people like to go steal in the snow, but this is as much better than that. Das Ergebnis ist online natürlich, das können Sie dann selber hören. Es gibt 7000 andere Stücke. Wie gesagt, nicht alle sind so gut. Das ist die letzte Folie. Ich glaube, das wäre auch wichtig zu sagen, weil gerade wenn wir jetzt über solche Projekte reden, wo die Stimme von jemandem, alles, was mit dieser Person in Verbindung steht, künstlerisch geklont wird. Es ist immer wichtig zu wissen, worüber wir eigentlich reden. Was macht die Kunst aus eigentlich? Und das wird sehr oft leider jetzt gerade im Bereich von KI vergessen, dass Kunst eigentlich mehr ist als nur Daten. Ja, das heißt, künstlerische Werke, die sind nicht nur Daten, die die KI generieren könnte, die die KI vielleicht, wo die KI Ähnliches generieren könnte, sondern Kunst entsteht immer in einem sozialen Kontext. Und dass dieser soziale Kontext ist das Menschliche, ist ein menschlicher Kontext. Das heißt, wir verbinden mit einer Person wie Frank Sinatra oder mit einem anderen Künstler, Künstlerin immer etwas Soziales. Das sind einfach Sachen, die wir mit dieser Person verbinden. Und wenn er oder wenn eine andere Künstlerin etwas generiert, etwas komponiert, etwas veröffentlicht, dann wird auch das Kunstwerk in diesem Kontext wahrgenommen. Dazu gehört aber natürlich auch Styles, dazu gehört auch Community, welche Community eine Person hat. Und das sind alles, die entscheidend sind, um eben über Kunst zu reden, über ein Kunstwerk zu reden. Und vor allem geht es auch um Message. Sehr oft, also früher, die Recommendation Systems, oder eigentlich, das ist ein Problem, das immer noch gibt, haben das Problem, sie haben die Aufgabe, ähnliche Stücke zu finden, die sie dann vorschlagen können für die Leute, für User. Und sehr oft haben sie eben das Problem, dass Stücke sehr, sehr ähnlich, dass die Stücke gar nicht klingen. Die sind vielleicht in ganz anderen Stils sogar. Und die Personen, die das Stück gemacht haben, die sind in ganz verschiedenen Communities. Aber die Stücke könnten zum Beispiel ein Message haben, ein politisches Message haben. Und dadurch sind sie eigentlich doch sehr, sehr ähnlich zueinander, obwohl sie vom Klang vollkommen verschieden klingen. Ja? Also was ich hier sagen will, ist, dass wir aufpassen müssen von ganzer Faszination von KI und wie die KI eben die Daten reproduzieren kann, dass wir nicht vergessen sollen, dass eigentlich das nur ein Teil ist. Ja, dass eigentlich Kunstwerke immer in einem Kontext entstehen, wo ein Menschen gebraucht wird oder mehrere Menschen gebraucht werden, eine Community, was auch immer. Und daher stellt sich für mich nicht die Frage, dass einmal die KI sozusagen selbstständig was komponiert und sozusagen Künstler, Künstlerinnen ersetzt, weil es geht eben dieser soziale Kontext kann einfach nie ersetzt werden. Ja, Leute werden die KI benutzen, die werden einfach das Potenzial benutzen. Die KI wird zu vollkommen neuen Formaten von der Kunst führen und das werden eben die nächste Generation von Künstler, Künstlerinnen finden und mit der Technologie eben uns dazu bringen und diese Formate sozusagen kreieren, wie es auch im Bereich der elektronischen Musik früher war. Da hat ja auch niemand gedacht, dass da so viele verschiedene Formate entstehen können. Aber es wird sicher nicht so sein, dass die KI sozusagen selber einmal das Bedürfnis hat, Kunst zu machen und mit uns etwas zu teilen. Es bleibt trotzdem ein Werkzeug, das wir benutzen können, ein kreatives Werkzeug, das wir benutzen können, um eben neue Formate zu erschaffen. Das wäre sozusagen mein Schlusswort. Vielen Dank.